Entering Militant Reprisal. Das ist, glaube ich, der normale Screen. So, jetzt haben wir erst einmal ein paar Zombies, was auch gut ist, dass die alle schnell sterben, weil viel Leben haben wir gar nicht mehr. So, mal gucken. Hier kam der raus, okay. Wenn da drin Leben wäre, wäre das schön. Ich brauche nämlich dringend welches. Mit 18 Leben, naja, da fühle ich mich einfach ein bisschen unwohl. Aber ich denke mal, das kann man verstehen, dass das ein bisschen unvorteilhaft ist, so wenig Leben zu haben. Und jetzt in den Teleporter gehen, genau. Ah, nicht der Mal-Teleporter, okay. Bodenschalter. Wie? Oh, verdammt. Und da ist noch einer gekommen, oh Mann. Ich kann es mir halt kaum erlauben, jetzt arg viel Munition sparen zu spielen, wenn ich so wenig Leben habe. Aber hier ist sonst nichts mehr, okay. Dann geht's mal da unten rein. Lol. Gott, war der Schuss schlecht von mir. Krass, ein Slay hätte kaum gehen können. Mann, ich habe so wenig Leben, ich habe Angst. Ich will nicht sterben. Nein. Oh. Um Gottes Willen, ich habe gedacht, ich hätte nach denen gespeichert, nicht vor denen. Oh, ich habe sie beide erwischt. Schön, schön. Okay, hier geht's schon mal nicht durch gerade. Oh, irgendwas ist aufgegangen. Jetzt ist nur die Frage, was aufgegangen ist. Oder ob mich das derzeit schon interessieren sollte. Okay. Oh, ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass das da hinten auch aufgeht. Oh! Da haben sie aber den Schalter ein bisschen vergessen, nach oben zu ziehen. Die Textur vom Schalter. Ich denke mal nicht, dass es beabsichtigt ist, dass der da unten so rumhängt. Aber sonst haben wir hier nichts mehr, oder? Weil die ganzen Gegner hier am Grunzen. Oh je. Oh Gottes Willen. Ich sehe nichts. Super. Na, das wird jetzt witzig. Wie soll ich das jetzt ordentlich machen? Ich werde hier von überall nur angeschossen. Hä, wie soll ich das hinbekommen? Aua. Wieso renne ich da eigentlich immer wieder rein? Na, ich müsste doch eigentlich nur schnell den blöden Chain Gun erwischen. Und leider ist nur eine Tür offen. Das heißt, wir müssen das so machen, anders geht es nicht. Mann, das ist doch unfair gerade. So, ganz einfach. Dann einfach ein bisschen brachial rein. So, ihr müsst auf jeden Fall auch sterben, alle. Oh je. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird noch richtig witzig hier, glaube ich. Oh je. Oh Gott. Oh Gottes Willen. Ja, ja. Er ist immer noch nicht tot. Ja, und dann killt er mich auch noch. Ja, das war klar. Dann den hier nochmal. Und jetzt den hier. Sehr schön, sehr schön. So, dann den mit der Schrotflinte. Okay, jetzt erstmal wieder hier in die sichere Position. Okay, okay. Oh je. Oh Mann, so mies. Hä? Wo waren die überhaupt? Wo war denn der Typ jetzt? Seine. Ah, da. Mann.
Mann, es ist einfach so übel dunkel. Ich sehe nichts. Wir könnten aber noch probieren. Warum geht es eigentlich öfter? Ah. So, irgendwas habe ich aufgenommen. Mehrere Sachen. Okay. Ja, klar. Ja, klar, ey. Total. Total am Arsch ist das doch. Wie unfair war denn das jetzt bitte gerade? Aber das hier ist jetzt offen, okay. Das war ja mal ultra unfair. So, was... Hä, was bringt mir die Tür bitte? Irgendwas kapiere ich noch nicht ganz. Und, ja, okay, hier werde ich sterben, oder? Ja. Ich hätte nämlich eventuell mit einer unsichtbaren Wand gerechnet. Wand, ich meine Brücke. Mal irgendwie muss das hier noch was zu bedeuten haben, okay. Die müssen jetzt mal schnell sterben, die sorgen dafür, dass ich nicht gescheit mich konzentrieren kann. Und mich auch nicht ordentlich umschauen kann. So. Wir haben hier auf dem Boden dieses leuchtende Ding da, dieses leuchtende. Das macht aber so an sich auch nichts. Das hier hat nur dieses eine aufgemacht. Und zurück kommen wir nur, oh man, so schon mal gar nicht. Weil da ist das Ding auf Impassable. Zurück kommen wir auch nur, wenn wir hier lang gehen. Das heißt, es ist auch ein bisschen begrenzt, wie oft wir das machen können. Ja. Und hier haben wir sonst auch nichts mehr, nee. Ja, wie machen wir das jetzt am blödesten? Was müssen wir hier noch machen? 23 Secrets, die haben sie ja nicht mehr alle. Alter, also entweder ist da irgendwo eine Stelle, wo einfach nur, aus irgendeinem Grund lächerlich viele Secrets sind. Oh, come on, das muss doch aufgehen. Das geht irgendwie auf jeden Fall. Man muss nur rausfinden, wie, aber vielleicht ist da ja dann Leben oder so. Weil ich brauche das jetzt so langsam echt... Und einen Weg, wie man weiterkommt. Das brauche ich noch dringender. Ja, aber was soll die andere Tür da? Warum macht man die überhaupt auf? Ist nicht so, wie als wäre dann hier irgendwas. Nee. Hä? Ey, ich kapiere das hier überhaupt nicht, was das Level von einem will. Ach, hier geht's... Boah, ey. Das ist doch übel. Wie versteckt kann es bitte noch sein? Das war ja übel versteckt. Oh, lol. Ah, doch. Hier geht's nochmal hoch. Ja, jetzt passen wir mal auf. Bis... Ah, verdammt. Mann, ich hab jetzt... Wow. Wow. Kommt er einfach und isst mich. Hier, das halte ich von dir. Oh, verdammt, ich dachte, ich schaff's da oben stehen zu bleiben. Mann. Oh, komm schon. Ach so. Der Aufzug bleibt gar nicht oben. Das hätte ich auch früher wissen sollen dafür dann. Dann muss ich wohl oder übel nochmal.
da erstmal die Typen hier anlocken ein bisschen. Oh lol. Ja klar, sterb halt nicht. Boah, ey, hier läuft's gerade nicht so. Das ist nervig. Ein bisschen. Wenn es so derbe nicht läuft. Und erst damit, hä? So. Ja, was mich jetzt auch mal interessieren würde, lol. Okay, da brauchen wir einen Blue Key. Kommt man da überhaupt da hinten hoch? Oh Mann. Blöde Wand, oder Decke. Hä? Weil ich würde gerne da hinten hin. Wenn's genehm wäre. Wäre nämlich sehr praktisch für mich. Jetzt muss erstmal der Chain Gunner hier sterben. Sehr schön. War da noch einer? Ja. So ein Gammler, ey. Okay. Das sieht irgendwie sehr verdächtig danach aus, wie als würde es aufgehen. Ich weiß auch nicht. Und wie als würde es dann böse Dinge auf mich losschicken. Die dann nur darauf aus sind, mir das Leben zur Hölle zu machen. Oh, klar, ey. Mann, das ist doch so asozial. Da hat man schon nichts mehr. Und dann tauchen diese Chain Gun. Ne, ich sag's jetzt lieber nicht, was ich sagen will, aber diese Pisser einfach nur. Diese blöden. Ach, diese scheiß Chain Gun Bastarde müssen dann unbedingt an den bescheuertsten Stellen auftauchen, ey. Mann, das ist doch unglaublich. Wie wär's mal. Ja, klar. Erstmal mit ein bisschen Leben. Das fände ich sehr toll. Sehr schön. Oh Mann. Ja, klar. Treffe mich von ganz da hinten. Natürlich wunderbar. Okay, mache ich auch. Boah, bin ich gerade festgehangen. Ich hatte so Angst, dass ich gerade sterben muss. Na, komm. Puh. Puh. So, jetzt. Zeit, dass ich mich echt mal nach ein bisschen Leben umschaue und darauf achte, dass ich nicht mehr welches verliere. Ich meine, eigentlich ist die Map gut ausbalanciert. Wir haben die ganze Zeit immer genauso viel Leben, wie wir am Anfang hatten. Heißt es, Leben und Gegnerverhältnis und so. Lol. Ja, klar. Ist in etwa. Ist in etwa. Ganz genau perfekt eigentlich. Ja, jetzt haben wir wieder. Mann, ich wollte. Ja, klar, ich wollte. Das ist doch so unfair. Ich wollte eigentlich da hinten schnell hinrennen, dann geht es auf und dann renne ich da natürlich rein. Mann, zu übel. So, hier. Nimm das. Das ist sogar ein Secret. Warum? Geht doch einfach auf. So. Okay, ja, Mann. Secret. Sehr schön, sehr schön. So langsam kriegen wir ein bisschen Leben. Wir haben immerhin schon mal 22 und nicht mehr 18. Oh, cool. Noch mehr. Okay. Langsam, glaube ich, weiß ich, warum hier so viele Secrets sind. Sie sind nicht zu schwer zu finden. Lol. Was zur Hölle? Warum? Warum? Ernsthaft, warum? Hä? Schon wieder Secret? Das war einfach offen. Ich wusste nicht mal, warum das offen ist. So, wunderbar. Sehr schön. Sehr schön. Oh Gott. Oh Gott. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist hier so arschknapp immer die ganze Zeit. Mal einmal ein bisschen mehr Leben bekommen, damit ich mich wenigstens ansatzweise wieder halbwegs sicher fühle. Das wäre schon toll. So. Oh Mann. Den Sprung habe ich leider nicht geschafft, aber ich werde da dahin springen. Jedes bisschen Leben zählt jetzt gerade. Ach, das zählt sogar als Secret. Dann ganz kurz gucken. Ach, das andere aber nicht, hä? Ach so, die Sektoren sind, sind hier Joint Sectors. Zusammengeführte Sektoren, genau. Das Wort habe ich gesucht. Boah, ey. Jetzt geht doch, geht doch. Okay. Die kriegen wir so nicht auf. Sehr schön, sehr schön. Oha. Na? Okay, okay. Ja, ja, warte mal, mir geht's gut. Ich habe 80 Leben. Ja. Ja, mir geht es gut. Ah! Oh, Mann, oh. Du musstest mir den Moment ruinieren. Du musst sterben. Ja, aber jetzt geht's mir endlich wieder ein bisschen gut. Ich bin über den Berg, könnte man sagen. Das ist jetzt alles, alles im grünen Bereich fürs Erste. Endlich, endlich. Ich bin echt erleichtert jetzt gerade. Okay. Okay, mal sehen, was haben wir hier? Oh je. Und so eins weiß ich, die Wasserrechnung wird deftig. Aha. Oh Mann. Sehr schön, sehr schön. Yes. Okay. Ich ignoriere den Baron einfach mal schnell. Oh, der hat wehgetan. Der hat wehgetan. Viel zu sehr wehgetan. Aber noch ist alles okay. Nix, wo ich jetzt mir noch ernsthaft Gedanken machen müsste. Der Pfeil meint, ich soll nach da gehen. Mehr nach da geht nicht. Dann gehe ich da lang. Na? Klar, natürlich treffe ich nicht. Oh nein. Oh nein. Jetzt pass mal auf. Nee. Könnte der einfach mal verrecken? Danke. Mein Gott. Jetzt passt mal auf, ihr kleinen. Nein! Boah, verdammt, ich dachte, ich komme da schneller rum. Scheiße, aber dann bin ich auch ein bisschen blöd gegangen da an der Ecke. Jetzt geht mein Leben gerade wieder runter und zwar leider, leider ganz schön konsequent. Nach dem Baron, den ignoriere ich mal ganz, oder? Das Problem ist, ich muss jetzt mich hier immer nah an diese Stäbe bewegen, weil ansonsten werden meine Schrotflintenschüsse kaum durchkommen. Das Gute ist, er ist schon tot. Ja. Was haben wir denn hier? Ja, ein bisschen Szene. So, aber das war's auch schon. Da geht es gar nicht durch. Ich weiß auch nicht, irgendwie die Tatsache, dass da eine Plattform ist. Okay, auf der anderen Seite aber auch. Ich weiß aber nicht. Sowas suggeriert einfach immer irgendwie, dass das da durchgeht.
Weil das wäre perfekt, dass man da wieder hochkommt, um da wieder zurück reinzukommen. Naja. Oh Mann, ich höre die Zombies. Okay. Oh, der hat sich voll schützend vor den gestellt. Ne, boah, an diesen blöden Pfosten festzuhängen, ey. Das wird bestimmt noch irgendwann mal mein Tod sein. Sehr schön, sehr schön. Der da ist ja egal eigentlich. Ist ja alleine. Naja, was will der? Okay. Und wo sind wir jetzt wieder? Hier. Lol. Okay, läuft, läuft. Weg da, schnell, bevor er anfängt zu schießen. Okay. Sehr schön, läuft wieder ein bisschen besser. So im Großen und Ganzen. Na doch, eigentlich kann man sagen, gerade läuft's wieder gut. Wir haben immerhin... Mann, wir haben ganz schön viele Raketen. Deswegen musste das passieren. Oh Mann, ging das daneben. Oh, ein Revenant. So, mal sehen. So. Die kommen einfach nochmal. So klappt das doch auch, damit man ein bisschen Raketenwerfermunition los wird. Und seine Schrotflintmunition schont. Okay. Eigentlich wollte ich den da genauer. Sehr schön. Sehr schön. Aua. Okay, wo geht's jetzt hier lang? Oh, hier waren wir schon. Ja, hier waren wir schon, hier waren wir schon. Ah, und wo sind wir jetzt? Na, überall, wo wir schon waren eigentlich. Wir kommen immer nur hier wieder zurück. Hier kommen wir gar nicht durch. Krass. Dann... Camper. Was zur Hölle? Na, kommst du hier durch? Na, so geht's auch. Okay, hier geht's sonst nichts mehr, oder? Na, hier vielleicht. Wundert mich jetzt, dass das hier nicht aufgeht. Boah, aber groß ist die Map, ey. Ja, okay, müssen ja auch an die 200 Gegner da drauf. Irgendwohin müssen die ja, ne? Aber trotzdem arg groß, auch für eine 200-Gegner-Map. Okay. Toll, wow. Dankeschön, dass ich jetzt nochmal noch außen rumlaufen darf. Das ist ja sehr nett, ey. Unglaublich, ey. Die sind zum Teil echt unhöflich. Mal sehen. Okay, hier waren wir auf jeden Fall... Oh. So. Das Krasse ist ja eigentlich, dass ich nicht da mal weiß, was ich hier groß machen soll. Ich laufe hier einfach gerade die ganze Zeit immer rum. Irgendwelche Wege sind immer mal offen, mal nicht. Und ich bringe einfach dann alles um. Also hier kann man auf jeden Fall überall durch. Ich muss mal echt einen Plan von dem Layout hier überhaupt bekommen, weil... Ich laufe ja eigentlich gerade einfach nur rum. Ich mache nichts Spezielles. Zumindest habe ich nicht so das Gefühl gehabt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was der Schalter gemacht hat. Und ich weiß auch nicht, was ich hier die ganze Zeit gemacht habe. Was ist hier unten? Keine Ahnung. Hier war nun der Baron. Und dann ein Raketenwerfer würde ich auch noch ganz gerne kommen.
Nee, keine Ahnung, ey. Wo war ich denn eigentlich jetzt noch nicht so arg? Ich sehe noch was auf der Map. Wie kommen? Jetzt muss ich da nur noch mal hinlaufen. Ich glaube, das war hier hinten. Ja doch. Ja, stimmt, hier war ich noch nicht. Ist klar, ja. Muss ich auch noch so verkacken. Mal schauen, wo wir jetzt sind. Ein ganz neues Gebiet, okay. Oh Gottes Willen, oh Gottes Willen. Ja, ein bisschen Close Encounter mit denen. Aber das wird kein Problem, ja. Ja. Easy. Okay, jetzt mal sehen. Arg viele Gegner sind es nicht mehr. Na, ich dachte, vielleicht kriege ich den noch, vielleicht kriege ich irgendwie noch hin, dass der mich nicht erwischt, aber nee. War unvermeidbar wahrscheinlich schon. Wollte aber nicht speichern, wenn da ein Feuerball auf mich zufliegt. Ah, jetzt sind wir hier oben. Oh, cool. Das bedeutet, wir können jetzt zurück. Wir brauchen immer noch die blaue Karte. Ist die inzwischen zugänglich? Ja. Ist die halt echt? Krass. Aber gut, dann geht's mal hier. Oh je. Dann muss der hier erst sterben, offensichtlich. Hat sogar noch mehr ausgehalten, als ich gedacht habe. So, jetzt mal gucken, was haben wir denn hier überhaupt? Ah. Ich nehme mal an, das Ende. Ja gut, dann, war es das jetzt mit dem Level? Ey, 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 das ging erstens lange, zweitens mal aber nicht einmal alle Kills. Aber wenn man überlegt, ey, 23 Secrets, das ist auch krass. Und es waren halt wirklich 23, wahrscheinlich sah nicht so aus, wie als hätte sie da irgendwie so, keine Ahnung, einen, Raum, wo es aus irgendeinem Grund 9 Secret in einem sind oder so. Oder halt durch eine, über eine Treppe oder so schnell hochläuft und jede Stufe ist ein Secret praktisch, sondern nee. Hat eher schon danach ausgeschaut, wie als wären das richtige Secret, aber das, oder was anderes hätte ich eigentlich auch nicht erwartet. Wir befinden uns ja immerhin schon bei 1997, da sind solche Sachen eigentlich nicht mehr passiert. Aber gut, dann würde ich mal sagen, sieht man sich im nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.